Hallo und herzlich willkommen. In den nächsten paar Minuten möchte ich mit euch mal teilen, was denn dieser Flipped Classroom, den wir jetzt ins Leben gerufen haben, mit dem Thema Next Level digitale Events, was es denn damit auf sich hat, was so die Motivation war. Ich erinnere mich noch selber an mein erstes virtuelles Meeting, ist jetzt schon eine Zeit lang her, knapp 20 Jahre, 2001. Ich habe damals bei der Firma Sun Microsystems gearbeitet und war dort in einem Projekt bei der Bayerischen Landeszentralbank. Und wir wollten dort eine virtuelle Konferenz mit den Kollegen aus den USA machen. Und wir haben dazu einen Konferenzraum in München so umgebaut, dass wir einen langen Tisch hatten, wo wir alle saßen. Der Tisch endete an der Wand. Das war quasi unsere Leinwand. Auf die Leinwand war ein Beamer gerichtet und wir hatten eine Kamera quasi direkt an dieser Wand stehen. Und genauso war das Büro oder der Raum bei den Kollegen in den USA aufgebaut. Wir schalteten dann die Geräte an, wir haben die Übertragungen eingeschaltet und es kam dann so, dass quasi unser Tisch bis zur Wand ging und das Bild an der Wand so war, dass deren Tisch weiter in deren Raum natürlich reinragte und es alles so aussah, als ob wir ein gemeinsames, also als ob wir gemeinsam an einem langen Tisch saßen. Und ich erinnere mich noch so, als ob es gestern gewesen wäre, nach ganz kurzen Augenblicken war dieses Virtuelle verschwunden und wir agierten so, als ob wir alle in einem großen Raum uns befinden und miteinander uns unterhalten und agieren. Das ist mein erster Eindruck von virtuellen Meetings, virtuellen Treffen. Jetzt schon 20 Jahre her und dieses Thema rund um die Virtualisierung, rund um digitale Events, rund um virtuelle Teams, das hat mich da nie mehr losgelassen und war immer Teil meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Und in den letzten 12 Monaten, da haben wir alle ja einen ganzen großen Teil dazugelernt. Ob das jetzt Distance Learning ist, ob wir die Mitarbeitenden im Homeoffice hatten und dann quasi auch über Konferenz miteinander arbeiten mussten, ob das jetzt Homeschooling ist und so weiter und so fort. Und wir selber veranstalten ja solche digitalen Events und natürlich habe ich auch an ganz, ganz vielen digitalen Events teilgenommen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass man über einen gewissen Level einfach im Moment nicht rauskommt. Plakativ gesagt wäre das, wir schalten Zoom an, machen unsere PowerPoint Präsentation sichtbar, teilen die mit den anderen, halten die PowerPoint-Präsentation und dann nach einer Dreiviertelstunde sind wir fertig und gut ist. Und ich habe da immer so hohe Resonanz, weil da geht noch so viel mehr, so viel Interaktives, so viel gemeinsames Gestalten, was wir aus dem analogen Bereich super kennen, aber einfach nicht ins Digitale umgewandelt haben und vielleicht daran gescheitert sind. Und das ist genau der Inhalt dieses Flipped Classroom, der Next Level von digitalen Events. Was müssen wir also tun, um diese digitalen Konferenzen, digitalen Sessions, Barcamps, das Homeoffice einfach eine Ebene höher zu gestalten? Was ist dazu notwendig? Welche Methoden, welche Tools können wir nutzen, damit wir toll zusammenarbeiten können, damit da was entsteht? Was bedeutet das auch für Organisation und Führung? Wie müssen wir dort ein wenig anders denken, dass wenn alle im Homeoffice sitzen, wenn alle digital zusammen sind, dass dann Leistung entsteht? Denn ich glaube eins nicht mehr, selbst wenn wir jetzt, und ich spreche da von der Pandemie, die gerade im Gange ist, alle durchgeimpft sind, hat es doch auch sehr, sehr viele Vorteile, wenn wir über Lokationen verteilt sind, digital zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das wird uns bleiben und ich will einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass wir das eine Ebene höher, eine Ebene mehr gestalten. Und dazu gibt es eben diesen Flipped Classroom, Next Level of Digitale Events. Was wird da drin sein? Also auf der einen Seite wollen wir alle 2 Wochen eine interaktive Session machen mit verschiedenen Themen. Da sind dann drin, wir testen mal ein Tool. Da ist dann drin, wir unterhalten uns über eine organisationale Veränderung, eine Schnittstellensymmetrisierung beispielsweise ist da ein Schlagwort dazu. Aber auch abgewechselt mit Ask Me Anything Sessions. Also ihr habt da Fragen, ihr habt da in irgendeiner Form ein Thema, ihr wollt genauer, tiefer in die ein oder andere Thematik hineinbohren, dann könnt ihr mir Fragen stellen. Wenn ich es weiß, ist gut. Wenn ich es nicht weiß, recherchiere ich das noch und gucke danach. Ich liebe es, Probleme zu lösen. Dann recherchiere ich, bohre da tiefer,
Und dann können wir uns in dieser Stunde unterhalten und ich werde da Rede und Antwort stehen zu euren Fragen. Aber was auch entstehen wird, sind ganz viele Videos, ganz viele, ich sag mal, asynchrone Informationen, die wir jetzt gesammelt haben. Zum Beispiel, was ich merke, nehmen wir mal das Tool Zoom. Wie kann man das denn in der Tiefe total ausnutzen? Was gibt es da noch für Funktionalitäten? Das ist immer wieder eine Fragestellung. Aber auch, was ich erlebe, so das Thema, ach, die Mitarbeitenden unseres Kunden, die können das gar nicht. Da wollen wir einfach nur einen Link hinschicken und dann ist gut. Nein. Wie können wir die über diese Aktivierungsenergie drüberheben? Wie können wir mit denen ein spannendes Event gestalten, ein spannendes digitales Event? Wie können wir die begeistern und mitnehmen und gemeinsam was tun? Das wird auch, da wird es auch Videos geben, Podcasts geben, Texte geben, sodass es also eine runde Veranstaltung wird, wo wir selber in den Austausch gehen, alle 2 Wochen, wo aber auch ganz viel Material gesammelt wird, das ihr dann zur Verfügung habt, um dort ja, zu lernen, Impulse zu bekommen, auszuprobieren. Und die Idee ist dann einfach auf das nächste Level an digitalen Events zu kommen. Dafür mache ich das, dafür brenne ich, dafür stehe ich jeden Morgen auf und möchte es einfach mit euch teilen. Bedanke mich und vielleicht sehen wir uns auf dem einen oder anderen digitalen Event. Würde mich freuen. Bis dann. Danke euch. Ciao.